Ich begrüße euch ganz herzlich hier im TSW 4 zu unserer allerersten gemeinsamen Fahrt vom und mit dem Intercity Steuerwagen, das neue DLC von TSG und das Ganze in einem Szenario hier von meinem guten Freund Tom Fresco auf der linken Rheinstrecke. Der Link zum Szenario ist in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch runterladen auf der Konsole wie auch auf dem PC, denn das Ganze ist zu haben im Creators Club. Ich würde sagen, wir verlieren nicht lange Zeit und setzen uns in den Führerstand, rüsten auf und fahren los. Was wir zuerst machen, ist einmal ganz kurz die Türen freigeben auf der rechten Seite. So, denn wir müssen nämlich erstmal zu unserer Lok nach hinten. Und da die zeitmultiplexe Wendezugsteuerung aktivieren, also ZWS. So, angekommen in Führerstand 1. In aller Kürze, das kriegen wir soweit hin. Müssen wir eigentlich nur hier einmal auf ZWS umstellen, der Rest passt soweit. Was ein ganz cooles Feature ist, wenn die Lok hinten ranschiebt, dann sind automatisch die Sonnenblenden unten. Das finde ich ist eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Und was wir vielleicht auch mal machen, wir gehen mal hier in die Störungssimulation und die möchte ich heute deaktiviert haben. So, verlassen das wieder und gucken einmal ganz kurz, ob es hier irgendwelche Störungen gibt. Ja, Tatsache. Allerdings, da ich die Störungssimulation deaktiviert habe, setze ich auch mal ganz kurz alles wieder zurück. Dann schauen wir mal, ob das weg ist. So, ich glaube eigentlich schon. Ich guck noch mal. Na gut, schauen wir mal, was die Lok von uns möchte. LSS wieder einlink weiterfahren. LSS 64F12. Wir gehen kurz in den Maschinenraum. Schalt mal kurz das Licht noch an. LSS 64F12. 64F12. Das sind 63, 62. Oder sind die auf die... Ah, genau, die sind auf dieser Seite. Genau, LSS. 64F12. Sieht das jemand? Einmal bitte Hand hoch. Moment, gehen wir mal eins nach dem anderen durch. Ihr werdet bestimmt schon sagen, da ist es doch, da ist es doch. Bist du denn von Blindheit geschlagen? Ja. 64... Ach, 62, oder was? Ja, genau, es war 62 F12. Okay. Was? Dann war es gar nicht 64. Ja, lesen muss man können, ne? Dann gehen wir mal kurz in das Grundbild. Ja, keine Störung vorhanden. Dann sind wir eigentlich auch schon soweit ready und können wieder zurück. Denn wir haben noch 2 Minuten zur Abfahrt. Zurück in den Führerstand. Wir müssen nämlich auch noch die Zugdaten eingeben. Die sind vorgegeben vom Szenario. Das ist die 9, 18, jetzt muss ich kurz gucken, 26 und 20. Also senden wir ab. Und dann sind wir eigentlich soweit abfahrbereit. Also Signalleuchten hier noch auf Spitzensignale gestellt. Fahrtrichtungswende und Vorwärtsstellung. Genau, wir sehen, wir haben auf jeden Fall Fahrdrahtspannung, 15 kV, sogar ein bisschen mehr. Dann müssen wir noch den Hauptschalter einschalten, denn wir sehen hier, Batterieladegerät leuchtet noch auf. Hauptschalter rein und die Zugsammelschiene aktivieren. Dann geht auch der Leuchtmelder hier aus, ZS aus, ist dann praktisch aus.
Dann können wir den Bremsschlüssel entriegeln. Führerbremsventil schon mal lösen, halten mit der Haltebremse und gehen auch mal hier in die Störungssimulation und deaktivieren diese, denn wir wollen heute ohne Störungen fahren. Kommt auch nicht alle Tage vor, aber es ist viertes. So, bisschen Wolken noch reingemacht, Türen zu. Schließvorgang eingeleitet. Jawohl, Spitzensignale sind an, Instrumentenbeleuchtung aktivieren wir noch, Fahrplanbeleuchtung ebenso, Zugbeleuchtung auch, lösen die Haltebremse und dann mit alles, wenn alles gut gelaufen ist, können wir Leistung aufschalten. Und wir können Leistung aufschalten. Jawohl, es funktioniert. So, müssen natürlich aufpassen, sind in der restriktiven. Allerdings können wir uns auch befreien, denn wir dürfen mit 80 ausfahren. Und unser nächster Halt ist Bingerbrück. Pünktlich geschafft, tatsächlich sogar mit Störung behoben. Steuerwagen steht auch hier vorne. SIFA ist auch aktiviert. Hier der Störungstaster, der blinkt noch. Das machen wir mal. Ach, wir haben gar nicht die Zugvorbereitungsmeldung gemacht und die Zugdateneingabe. Wir sind erstmal zu schnell. So. Und ein bisschen reinbremsen. Okay, wir dürfen 100 fahren. Dann können wir wieder ein bisschen Leistung aufschalten. So, genau, die Zugdaten eingearbeitet. Die Zugnummer ist die 1912. Enter und anmelden. Und noch ein bisschen mehr Leistung auf. Ja. Der Störungsmelder leuchtet. Wieso denn? Und wir haben gerade keine Leistung. Oh, und Vectron. Hallo. Vielleicht muss man einfach nur den auf 0 setzen. Jawohl, wir haben wieder Leistung. So, 100 km/h sind erreicht. Und wir haben eine störungsfreie Fahrt vor uns mit dem wunderschönen, wundervollen Steuerwagen. Dann noch einer, der entgegenkommt. Ja, so muss das. Linke Rennstrecke und Steuerwagen gehört für mich einfach zusammen, ne? Vergleichsweise modernes Szenario, da wird demnächst auch eins kommen, das in der vormodernen Zeit spielt, wo das Ganze auch noch ein bisschen farbiger alles ist auf den Schienen, aber dazu dann zu einem späteren Zeitpunkt mehr. Nachdem das DLC rausgekommen ist, ist da natürlich interessiert es mich sehr, was ihr dazu sagt. Viele von euch waren ja in dem Livestream, den ich gemacht habe, extremst überzeugt von dem DLC. Und da frage ich mich jetzt, wer hat das von euch geholt? Wer hat tatsächlich den Kauf gewagt? Und wie zufrieden seid ihr mit euren ersten Erfahrungen mit dem Steuerwagen? So, Höchstgeschwindigkeit für heute 160 km/h. Haben wir auch im Grunde genommen erreicht.
Wir lassen die Leistung ablaufen. Und den Fahrschalter stellen wir dann auf 0. Und ich finde, man merkt richtig, das ist ein Steuerwagen. Das Ganze dauert halt erstmal ein Sekündchen, bis die Signale da hinten ankommen bei der Lok und die entsprechend darauf reagiert. Das Ganze fährt sich schon etwas, ja, schwerfällig ist der falsche Begriff, aber in jedem Fall sehr, also nicht so direkt. Man merkt, die Ansteuerung funktioniert nicht direkt. Und wir haben Halt zu erwarten. Wir bremsen natürlich sofort rein. Auch wenn wir noch nicht am Signal vorbeigefahren sind, aber wir wollen ja auch keine Zwangsbremsung. Das bestätigen wir. So, 85 leuchtet. So, da vorne ist auch schon das haltzeigende Signal. Na, wenn wir uns ganz langsam ranpirschen, vielleicht springt es ja dann noch um auf Fahrt. Mit etwas Glück. Ja, ich glaube, wir sind heute leider nicht vom Glück begleitet. Da kommt uns allerdings was entgegen. Wir müssen noch ein bisschen runterbremsen, denn der 500-Hertz-Magnet ist auch am Start. So, sind unter 35. Was kommt da? 185. Wir sind am Zug. Gemischter Güterzug, Autotransportwagen. Unter anderem. Und noch einiges mehr. So, schön nah ans Signal ran. Und das Coole ist, wenn wir jetzt hier kein Netz hätten, dann könnten wir jetzt eigentlich hier aussteigen. Ja? Und könnten dann hier rechts an dem Fernmeldemast, an diesem Funk Gerät, könnten wir dann hier das Telefon zur Hand nehmen und dann mal beim Fahrdienstleiter anrufen und sagen, hallo, wir stehen hier vor dem Signal, das gerade umgestellt wurde, vielen Dank, wir dürfen weiterfahren. Ne? So. Keine Störung aktiv, Bremse und NBU leuchten. Ja. Also unsere Bremsen funktionieren auf jeden Fall. 500 Hertz Magnet ist an, beziehungsweise die Beeinflussung ist noch aktiv. Dürfte jetzt gleich aber ausgehen. Jawohl, wir sind das Signal passiert, es geht aus. Wir befreien uns aus der Beeinflussung und geben wieder Leistung auf die 160. Und geben ruhig noch mal ein bisschen Leistung. Bingerbrück dann in 19 Kilometern. Rechts noch ein bisschen was an Güterverkehr abgestellt. Und vorne dran ist eine Baureihe 185.
So, ein bisschen Leistung schalten wir noch auf, damit wir mal auf die 160 hochkommen. So, 160 haben wir erreicht. Ich sehe schon im HUD oben, dass wir tatsächlich halt zu erwarten haben. Deshalb gehe ich schon mal langsam mit der E-Bremse rein. Genau, und da ist dann noch die Ankündigung. Ja, wobei, da habe ich die Bremsen ein bisschen zu früh gelöst. Schaut euch das mal an, eine 218 mit N-Wagen. Sehr schön. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass wir über das halbzeigende Signal fahren. Gut, dann stehen wir schon wieder vorm nächsten Signal. Na komm schon, liebes Signal. Stell dich um. Will sich nicht umstellen. Da, es stellt sich um. Wir können zurück in den Führerstand. Von da vorne. Allerdings weiter mit Halt zu erwarten. Drücken, PZB wachsam. Kann eigentlich auch mal ein Fenster aufmachen. Oh, Fahrschalter habe ich jetzt ein bisschen ruppig auf 0 gestellt, aber ich hatte ganz kurz Angst, dass wir über die 40 hinausgehen und eine Zwangsbremsung kassieren würden. Bisschen kommen wir noch. So, jetzt leuchtet der 85 Leuchtmelder auf und ab. Das heißt also, wir können 85 fahren. Oh, wir wechseln hier das Gleis. Tatsächlich.
würde hier vielleicht einmal ein, zwei Fotos machen. Ich fand das hier ganz schön mit dem Gras, das hier so überwuchert. Ja, so vielleicht. So. Achso, Moment, hatten wir nicht Halt zu erwarten gehabt? Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ah, nee, doch nicht. Wir sind aber ein bisschen zu schnell. Ja, immer noch ein bisschen zu schnell. Ja, da hat uns der Simulator wieder über komische Weichen geführt, was eigentlich gar nicht sein müsste. Das liegt aber nicht am Szenarioersteller, sondern am TSW selbst. Da kann der Szenarioersteller tatsächlich nicht viel Einfluss drauf nehmen. Und wir haben aber freie Fahrt. Und wenn die 101 auch über die Weiche ist, dürfen wir dann 160 fahren. Das ist jetzt der Fall. Wir schalten schon mal Leistung auf. Wir sehen, der Oberstrom steigt. Und einmal wieder hoch auf die 160. Noch die Fenster wieder zumachen. Ankündigung auf 150, das heißt also, wir können nicht den Fahrschalter auf 0 stellen, das wollte ich nicht. Das soll man nämlich auch nicht machen, denn sonst wird es einmal ganz heftig durch den Zug ruckeln, während wir hier vorbeifahren an dieser 218 mit N-Wagen und dahinter der Baureihe 612. Auch ein wundervolles Bild, oder? Und da hinten fahren wir entlang. Bisschen Leistung aufschalten. Oh. Ja, da haben wir eine, ich glaube, das war eine Sieferzwangsbremse. Oder was war das für eine Zwangsbremsung? Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht gesehen. Auf jeden Fall nicht für Halt erwarten. Aber was war das denn? Also ich weiß in jedem Fall nicht, was es war, aber wir können weiterfahren. Irgendwas hat uns gerade gezwangsbremst. Ja, zwangsgebremst würde man, glaube ich, eher sagen, ne?
Ja, wir haben jetzt auch keine Beeinflussung. Also es wird nicht die PZB gewesen sein. Dann war es vielleicht doch die SIFA. Aber ich dachte, ich hätte die SIFA gedrückt. Naja, gut. Dann aber jetzt nicht mit 100%, aber auf jeden Fall mit ordentlich Zugkraft wieder hoch auf die 160 km/h. Wir sind nämlich schon spät genug jetzt der Zwangsbremsung. So, 6 Kilometer noch. In Biggerbrück werden wir dann unser Video hier unterbrechen und den Rest der Fahrt über Boppard werden wir dann zu einem späteren Zeitpunkt fortführen. Genau. Kann man hier auf der Karte schön sehen. Dass wir ungefähr ein Drittel des Weges geschafft haben und den anderen Teil machen wir dann noch wann anders. Und vor allen Dingen sollten wir nicht schneller als 160 km/h fahren. Vorsignal zeigt Fahrt an. Und da ist er, der Intercity-Steuerwagen an der linken Rheinstrecke. Für mich gehört das so sehr zusammen, dieses Bild, ne? Der Steuerwagen und die Rheinstrecke ist für mich einfach absolut, also es gehört einfach zusammen, meines Erachtens. Ich wünschte, man könnte vielleicht irgendwie ein Foto machen, wo man es ein bisschen erkennen kann. Ja. Also wirklich, wenn ich an Zug fahre, hier in dieser Gegend denke, dann kommt mir sofort der Intercity in den Kopf und keine ICEs. So, das müsste Bingen Stadt sein. Oder Bingen halt. ICE1 fährt auch noch hier ein. Ankündigung auf 90. Ohne 1000 Hertz Beeinflussung. Und wir lassen rollen. Beziehungsweise ein bisschen Leistung können wir noch aufschalten. Ganz leicht. Und ja, Bingen übrigens eine wunderschöne Stadt. Kann ich sehr empfehlen. Ist ein Besuch absolut wert. Und wir bremsen langsam rein. Denn der Bahnsteig nähert sich hier schon. Da fängt er auch schon an. Jetzt habe ich so sehr mit dem Hut rumgespielt, statt anzuhalten. Ja, Notfall wollte ich jetzt auch nicht. Eine glanzlose, meisterlose Leistung. Ich wollte eigentlich nur gerade diese Zielmarkierung deaktivieren. Naja. Gut, dann ist das halt so. Türen haben wir entriegelt.
Ja, haben wir. Es funktioniert. Immerhin gehen die Türen nur da auf, wo auch Bahnsteig ist. Ach ja, Leute. Jetzt habe ich auch noch das HUD hier umgestellt. Wer kommt da noch vorbei? Eine 218? Nee, gar nicht. Nur Baroi 111. Gut, Leute, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Nicht unbedingt mit der Fortführung dieser Fahrt, sondern mit einer anderen Fahrt. Aber bis dann wünsche ich euch alles Gute und alles Liebe. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.